Ich bin Friederike Riedelbacher und ich begleite den Think Tank im Auftrag der Universität Hamburg. Und zwar begleiten wir den Think Tank der Hamburger Innenbehörde, weil wir finden, dass es ein sehr spannendes Strategie- und Wandelprojekt ist. Und das Spannende an diesem Projekt ist, dass mit der alten Idee, oben wird gedacht, unten wird gemacht, gebrochen wird. Und zwar indem viele Mitglieder, viele Organisationsmitglieder zur Strategiebildung eingeladen werden. Und das ist ein ganz modernes Verständnis von einer dezentralen Strategiebildung. Also man geht weg quasi von der Idee, dass Strategie nur im Zentrum sein darf oder nur dort entsteht, sondern quasi nimmt die ganze Organisation und ermöglicht es eben, kreative Potenziale an verschiedenen Orten zu nutzen, um organisationale Ziele weiterzuentwickeln. Und dieses besondere Phänomen wird auch als Emergenz beschrieben. Also ich sehe quasi, dass ich durch eine Bottom-up-Bewegung neue Ideen, Strategien, Ansätze generieren kann. Und dadurch, dass ich das einlade, bewusst dafür sorge, dass es entstehen darf, sorge ich für eine geplante Emergenz. Und beim Think Tank passiert genau das. Das ist sehr spannend. Also nicht nur, dass die intendierte Strategie von oben vorgegeben wird oder reingewaschen wird, sondern dass gesagt wird, okay, ihr kennt euch besonders gut aus, ihr seid an der Basis, ihr wisst viel, ihr habt viele Ideen, viele haben jahrzehntelange Berufserfahrung, also ganz, ganz viel Wissen. Und diese Menschen werden eingeladen, sich zusammenzutun, über Amtsgrenzen hinweg, über Behördengrenzen hinweg, zu kooperieren und neue Ideen entwickeln. Und das ist so spannend quasi, wie geht es jetzt diesen Mitarbeitern, die jetzt eingeladen sind, da mitzuarbeiten und was ist das überhaupt für eine Art Strategie, Projekt, Idee, was sind das für Grundlagen? Und da haben wir mit Interviews und mit Beobachtungen, mit Teilnahmen an den Meetings quasi Daten gesammelt und haben festgestellt, dass drei Kriterien wichtig sind für den Think Tank, also erstmal als Basis. Das erste ist die Freiwilligkeit. Also in diesem Projekt sind nur Menschen, die Lust haben, organisationale Ziele weiterzuentwickeln und die ein eigenes Engagement dazu verspüren. Ein ganz wichtiger Eckpunkt. Dann ist es wichtig, dass diese Menschen sich auf Augenhöhe begegnen wollen. Das heißt, in diesem Format ist es nicht wichtig, welche Leitungsposition jemand besetzt, sondern dass die Person Lust hat, dabei zu sein und beizutragen und sich einbringen will. Also dieses auf Augenhöhe und freiwillig und gemischt. Also die Konstellation ist so, dass eben die Teams sich mischen und dann eben Polizisten mit Feuerwehrleuten oder Wasserschutzpolizisten oder Vertretern vom Verfassungsschutz zusammenarbeiten. So, und was sind das für Ziele, die die Organisation dadurch verfolgt, indem sie so ein neues Format anbietet? Also zu einem schafft sie das, die Bedürfnisse der Mitarbeiter herauszukristallisieren, weil die Personen, die freiwillig dort mitmachen, haben natürlich Ideen, was sie finden, was jetzt besonders wichtig ist, in der Organisation zu verändern. Wo drückt der Schuh? Was ist wichtig? Was brauchen wir, um... Hallo, Herr Krösser. Schön, Sie zu sehen. Was brauchen... Ich muss kurz gucken. Sehr gut. Genau, was ist das für eine Agenda, die diese Menschen mitbringen und deckt sich deren Priorisierung mit denen, was die obere Führungsetage denkt? Und dadurch, dass wir quasi das vergleichen können, indem es auftaucht, hervorkommt im Think Tank, kann ich sehen quasi, ist da eine Nähe, ist da eine Durchlässigkeit oder sind da Lebensschichten, was passiert da? Also ein Ziel ist eben, die Bedürfnisse hervorzuholen und dann zu sehen, wo stehen wir in der Organisation. Das zweite Wichtige ist es, die Potenziale aufzudecken. Also was bringen die Menschen mit, die da kommen, die Frauen, die Männer, was sind die Möglichkeiten und was können diese, wenn sie auch in neuen Konstellationen zusammenarbeiten, entwickeln? Ganz spannend. Und dann ist natürlich so, dass ich durch so ein Format eine neue Kultur schaffe. Diese Menschen kommen zusammen, lernen neue Methoden kennen, ganz agiles Arbeiten, Kanban-Board, ganz verschiedene Sachen und experimentieren damit und probieren sich aus. Und das schafft eine neue Kultur. Das ist in dieser Form im normalen Arbeiten nicht möglich. Das heißt, hier setze ich einen ganz neuen Erlebnisraum. Und diese positiven Erfahrungen nehmen diese Mitglieder, Think Tank-Mitglieder, mit in ihre Arbeit. Das heißt, durch diese Konstellation, dass ich eine neue Subkultur schaffe, eine Gemeinschaft quasi in der großen Organisationsgemeinschaft, schaffe ich quasi wie Keimzellen für endogenen Wandel.
Und das ist einfach etwas, was es schafft, ein Klima der Innovation zu befeuern. So, ja, das heißt, das sind die Ziele, die der Think Tank anlegt und dem es auch gelingt. Und wenn wir schauen, okay, was sind denn jetzt die Gründe für Menschen da mitzumachen? Also was sagen die, wenn man sich fragt, wieso bist du dabei? Dann ist es zum einen eine Neugierde, dass sie sagen, ich will das mal probieren, das klingt anders, als was ich kenne in der Innenbehörde. Und das probiere ich aus und ich möchte gerne probieren. Dann ist es auch dieses Austauschen und Lernen. Viele bringen sehr viel Erfahrung und Wissen mit und sind total bereit, das herzuschenken, auszutauschen, sich weiterzuentwickeln. Einfach, die haben Lust und Interesse, Führung neu zu denken. Also sehen auch einen Bedarf an Wandel in der Führungskultur zum Teil. Und sehen auch quasi Veränderungspotenziale in der Organisation, wo sie sagen, okay, zum Teil sind die Strukturen veraltet, da wollen wir gerne was Neues, wollen Alternatives entwickeln. Und da tun sich zusammen, quasi das zu tun. Und was ihnen dadurch gelingt, ist Unterstützung zu finden. Also sie tun sich zusammen in ihren gemischten Teams und finden Gleichgesinnte. Und das ist auch ein besonderes Moment, was anzieht, zu sagen, okay, ich habe Lust zu verändern und ich will mich einbringen und wer sind die anderen, die auch Lust haben und sich da zu bündeln. Und das passiert dann, das ist sehr schön anzuschauen. Und was auch besonders durchkommt, also ich hatte schon gesagt, sie sind gemischte Teams, sind auch junge Führungskräfte dabei, aber eben auch ältere, aber da die quasi die Möglichkeit, sich zusammenzutun und persönlich zum Wandel beizutragen, was zum Beispiel manche Leute sagen ist, ich möchte beitragen an den Veränderungen für meinen Arbeitsplatz. Ich will mitgestalten, ich will dabei sein und ich will meinen Beitrag leisten. Also auch absolut eine gebende Haltung, zu sagen, okay, ich lehne mich nach vorne, ich mache mit und ich gestalte mit, wie mein Arbeitsplatz der Zukunft aussieht, wie es besser sein kann. Es gibt auch diese Idee natürlich vielleicht auch, ist es auch karriereentwicklungsmäßig günstig, dass ich sage, okay, wenn ich viele neue Ansätze kenne und einfach mein Potenzial zu innovieren ausbaue, könnte das positiv sein. Das wird wahrscheinlich so sein, das stimmt. Jetzt haben wir geschaut, okay, jetzt, das sind die ganzen Ziele für den Think Tank, die Gründe, so ist es aufgesetzt. Jetzt sind wir interessiert, was passiert tatsächlich? Was passiert, wenn diese Menschen in ihren Teams zusammensitzen und miteinander entwickeln und sprechen? Und wir haben diese Interaktionsepisoden, vergleichen wir mit Team-Meetings, also ganz normale Team-Meetings, die alle 2 Wochen stattfinden, das Team kennt sich, bespricht das tägliche Business, was braucht es. Und damit vergleichen wir. Und da schauen wir, okay, wie sind die Interaktionen im Think Tank anders oder gleich? Unterscheiden die sich überhaupt? Und da haben wir ganz spannende Sachen festgestellt. Und zwar weiß man aus der Teamforschung, dass positive Interaktionen, also zum Beispiel sowas wie Zustimmung und unter Ansprache, das würde man positive sozioemotionales Statements, also Aussagen, kodieren. Und wenn das so, also das positive sozial-emotionale Aussagen und positive prozedurale Aussagen, also sowas wie jemand strukturiert ein Gespräch, jemand fasst zusammen, oder jemand ermuntert und übernimmt die Verantwortung, sagt zum Beispiel, ich mache das, so, dass diese Arten von positiver Kommunikation positiv auf Team-Performance korrelieren und dass das auch positiv auf organisationalen Erfolg wirkt. Das heißt, wir wissen aus der Teamforschung, dass positives Interaktionsverhalten sich leistungssteigernd auswirkt und im Gegenteil auch negatives Kommunikation oder dysfunktionale Kommunikation nennen wir das. Das ist sowas wie jammern, sich beschweren, die Verantwortung von sich schieben, dass diese Sachen eben negativ auf Teamleistungen sich äußern. Und jetzt waren wir interessiert zu schauen, okay, wie verhält sich das? Ist das ähnlich zu Teammeetings oder unterschiedlich? Und das Besondere ist, dass bei den Think Tank Meetings, bei den Strategie-Meetings, die Interaktionen unterschiedlich sind und zwar ist in den Think Tanks Meeting finden keine oder kaum negative, dysfunktionale Kommunikation statt. Das heißt, wir haben hier Teams, die sehr wertschätzend miteinander umgehen, die sich im Vergleich zu Team-Meetings viel stärker auf Lösungen anstatt auf Probleme konzentrieren und das eben in einer sehr unterstützenden Art. Also wir kodieren dann alle Aussagen. Und über ein Drittel aller Aussagen in so einer Team-Episode ist positives sozioemotionales Verhalten, also dieses ganze Unterstützende, Zuhören, Weitermachen.
Und das ist signifikant unterschiedlich zu Team-Meetings. Und das ist doch sehr besonders, dass man sagen kann, okay, hier haben wir einen, oder die Innenbehörde hat hier ein Format geschaffen, was sehr motivierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zusammenbringt und es ermöglicht, dass die eine ganz positive Kommunikation haben und neue Lösungen und Ideen entwickeln im Sinne der Organisation. Und das ist ein ganz tolles Beispiel für strategische Erneuerung aus dem Bauch heraus der Organisation. Und ja, deswegen.